So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Teil geht es um einen Sessel und ich spreche ein bisschen schneller, weil ich nicht viel Zeit habe und das ein Projekt ist, was super schnell entstanden ist. Das hier ist der Sessel, so sieht er aus. Ich zeige euch den hier mal am Rande. Den habe ich ganz schnell mit Bleistift konstruiert. Einfach nur so, dass das Prinzip verstanden wird. Ich habe nämlich einen Hilferuf bekommen. Da hat jemand einen Ohrensessel zu zeichnen oder er muss einen Ohrensessel zeichnen. Und wie man dieses Ding konstruiert, worauf es da ankommt, worauf man achten muss, das seht ihr heute in diesem Video. Normalerweise würde man das jetzt schön abrunden und weich zeichnen und kolorieren. Aber wie gesagt, das, wer das sehen möchte, ich mache bestimmt noch einen zweiten Teil dazu, wo ich das Ganze auch einmal vernünftig koloriere und ausarbeite. Ich bin noch komplett, verdreckt und versaut. Ich habe heute eine Höhlenwanderung gemacht. Das war ziemlich cool. Ich sah eben auch noch ein bisschen anders aus, also ein bisschen lehmiger. Kann ich auch mal ein Bild einblenden. Das war ziemlich spektakulär. So, und jetzt habe ich mir eben das noch gemacht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wenn Fragen sind, dann ruhig Fragen in die Kommentare hauen. Ich hoffe, ich konnte dir auf jeden Fall damit helfen. Und ich wünsche ganz viel Spaß bei dem Video und willkommen und viel Erfolg beim Nachzeichnen. Genau, so, wir fangen mal an. So, und damit willkommen hier auf dem Schreibtisch. Meine Finger sind immer noch ein bisschen lehmig von der Höhlenwanderung auf jeden Fall. Kann ich hier trotzdem das einmal kurz visualisieren. Hier habe ich mich schon mal mit beschäftigt, wie man den Sessel nach hinten stützt und so. Und hier Fluchtpunkte eben schnell erklärt. Es ist sehr aufwendig, das Ganze in einen Teil zu packen. Deswegen werde ich das Ganze teilen. Im heutigen Teil konzentrieren wir uns darauf, diesen Sessel zu konstruieren. Ohne, dass ich jetzt hier krass erkläre, wie die Perspektive von Beginn an funktioniert. Weil dafür habe ich einen eigenen Teil gemacht. Den findet ihr hier oben. Perspektiventeil einfach erklärt mit so einem Würfelprinzip beziehungsweise mit der Geschichte, wie man damit überhaupt anfängt. Das heißt, heute machen wir diesen Sessel ganz normal. Ich fange einfach mal an und kritzel mir hier einen Kasten aufs Blatt. Denn dieser Sessel, der besteht im Wesentlichen aus einem Kasten, aus einem Rechteck, was in der Höhe, also was halt steht, ne? Wenn ihr so etwas erschafft, dann achtet da bitte drauf, dass die Striche, die zu den Fluchtpunkten laufen, das heißt diese, diese und die Höhe, dass die sich in die jeweils richtige Richtung öffnen. Das heißt, die hier nach unten gehen, genau, die gehen nach unten oder die kommen nach oben, aber die gehen zum Fluchtpunkt, der hier unten sitzt. Das heißt, die laufen alle zueinander zu und öffnen sich so. Und das ist mit den ganzen anderen hier auch. Das heißt, das und das sind jeweils die Außenkanten und die dazwischen gliedern sich so ein, dass das halt passt. Genau wie hier und da. Die Außenkante existiert und das in der Mitte, das gliedert sich dann ein. Und wenn man das Prinzip erstmal hat, dann wird man feststellen, dass sich dieser Kasten relativ schnell erschafft. Ich schnappe mir schon mal das Radiergummi, weil wir radieren gleich auch noch ein bisschen daran rum. Und zwar die Linie, die wir nicht mehr brauchen. Hier wird jetzt viel mit Hilfslinien passieren. Alles, was Hilfslinie ist und nicht mehr gebraucht wird, wird wegradiert, damit es nicht verschmutzt, verschmiert und sonst was. Wir zeichnen hier auf einem Zettel vor und machen nur die Konstruktion und übertragen uns das später auf einen eigenen, ja, auf ein neues Blatt. Auf dem neuen Blatt, da können wir das dann ordentlich ausarbeiten. Das heißt, hier konstruieren, auf dem neuen Blatt dann ausarbeiten. So, wir gehen von Ecke zu Ecke mit der Diagonale, in diesem Fall genau das gleiche. Damit finden wir hier die Mitte von diesem Quader. Da neue Eckpunkte, so und so und hier hinten auch. Und jetzt gucken wir uns das an. Das ist mal gut, wenn man sich eine Zeichnung macht, dass man das Ding auch von der Seite sieht. Das habe ich mir schon mal so grob ausgemessen. Das Ganze in der Mitte unterteilt und danach gedrittelt, also die Hälfte nochmal gedrittelt. Das heißt, 6/6, die das im Endeffekt dann sind. Und die sind im oberen Teil erstmal egal, aber im unteren Teil sehr, sehr wichtig, weil diese Armlehne stellt ein Drittel von der unteren Hälfte da. Danach kommt die Sitzfläche, der komplette Sitzbereich und unten dann die Füße, die den ganzen Sessel tragen. Das ist auch nochmal ein Drittel. So, und dann muss man schauen, dass man diese Geschichte jetzt hier drauf überträgt. Das macht man im besten Fall auf der Fläche, die einem am meisten, meisten sichtbar ist. Das heißt, die Front hier in der Hinsicht teilen wir nochmal mit den Diagonalen in die Hälfte. Und jetzt können wir hier, da wir ja die Hälfte haben, grob ausmessen, okay, das, was uns am nächsten ist, ist am größten. Das heißt, diese Ecke hier oben, ja, ist am nächsten an uns dran. Und alles, was hier am weitesten von weg geht, wird kleiner. Das Drittel hier oben ist auf jeden Fall am größten, das ist am mittleren und das ist am kleinsten. Also da muss man halt gucken, das ist jetzt im Prinzip egal. Also wenn jetzt hier eine Straße wäre, die jetzt noch Ewigkeiten weitergeht, dann sieht man diesen Effekt. Aber jetzt auf dieser kleinen Ebene, da sieht man da jetzt nicht ganz so viel. Aber ich würde sagen, hier oben, das ist Bereich von der Sitzlehne. Und da ist jetzt die Frage, also wie das uns im Endeffekt gefällt, können wir das jetzt hier nach außen ziehen, diese Rundung. Machen dann hier zwei schöne Rundungen dran. Bei der Rundung müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die so ungefähr perspektivisch machen. Also jetzt nicht zu breit, also auch nicht zu schmal. Muss man gucken, dass das halt so in diese Flucht passt. Das sieht jetzt mal ein bisschen komisch aus. Könnte auch ein Auto sein oder ein Bus, den man nach oben in die Länge gezogen hat. Ist aber erstmal egal. Dann gehen wir hier runter und hier unten können wir das schon mal abschließen, weil das ist jetzt der Sitz, ja, der Boden sozusagen. Und da sieht man auch gleich, wie sich die Füße ergeben. Zack, zack. So, das ziehen wir direkt bis außen hin. Und dann sieht man direkt, wenn wir hier unten diese Ecke nehmen und das dann runterziehen, wie sich das Ganze aufbaut. Ich gestalte den Fuß jetzt hier so leicht schräg.
schräg. Das heißt, so sieht die Seiten... Seht ihr es überhaupt? Nein. So sieht die Seitenansicht jetzt im Extremen aus. Einfach, dass die Verjüngung nochmal stattfindet, das hat dann noch ein bisschen was Eleganteres, wie man jetzt hier an der Seitenansicht auch sieht. Ich glaube, das ist auch bei vielen Möbelstücken so der Fall, weil das halt nochmal so eine Spur eleganter aussieht, als wenn einfach nur so ein Stumpen unten dran ist. Das ist dann so ein bisschen, klobig und unprofessionell. Das wäre dann so. Vorne machen wir das auch. Das gleiche auf der anderen Seite hier auch. Wenn ihr mit dem Bleistift zeichnet, dann guckt, dass ihr den weit oben anfasst, damit ihr nicht so stark aufdrückt. Also nicht hier unten und dann mit voller Wucht den Bleistift da reinsemmeln, sondern wirklich gucken. Weit oben anfassen, leicht vorzeichnen. Das kann man irgendwann auch so, weil ich halte den gar nicht so krass. Also ich halte den einfach nur locker in der Hand und gehe so drüber, dass die Linien bloß nicht zu stark aufdrücken, weil dann kriege ich die nicht mehr vernünftig wegradiert. Und wenn ich mir sicher bin, dass diese Linie hier bleibt und die unten, die bleibt. Oh nee, die bleibt doch nicht. Nein, die bleibt auf jeden Fall. So sieht das dann aus und dann ist das fertig und dann kann ich die auch ein bisschen stärker durchziehen. Genau wie an der Seite hier auch. Ich würde sagen, die Füße, die trennen wir hier von dem Stoff auf jeden Fall ab, weil die sind ja da drunter geschraubt. Und das geht jetzt bis hier und da können wir auch schon mal so die Ecke machen. Haben wir hier hinten noch die Ecke. So, und da sieht man den Innenteil. Hier sieht man das Ganze auch. Okay, die Perspektive ist jetzt an der Seite recht steil. Das ist aber nicht schlimm, dafür sehen wir hier später mehr von der Sitzfläche. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit und die sieht man hier auf der Seitenansicht ganz gut. Und zwar ist das ja jetzt die senkrechte Achse, die hier hinten hochgeht und ihr seht schon, dass der Sessel darüber hinausgeht. Das heißt, man möchte sich natürlich im besten Fall sehr geschmeidig anlehnen und da habe ich dann diesen Winkel nach hinten hin eingebaut. Das heißt, dieses Ding ist so ein bisschen nach hinten gekippt. Wenn ihr euch einen Sessel mal anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass das bei den meisten Modellen der Fall ist, weil man sich ja da reinlehnen möchte. Und manche haben da so eine Rundung, die sind dann nach hinten so abgerundet. Manche gehen von oben bis unten gerade gekippt runter. Also gibt es verschiedene Sachen. Das heißt, hier oben müssen wir eine Distanz einbauen und unten läuft das auf 0 zu. Das heißt, der Fuß ist richtig positioniert und diese Linie, die jetzt hier hochgeht, diese Punkte hier oben, die sind jetzt erstmal nicht relevant. Wir ziehen diese Linien jetzt ein Stück weiter und sagen jetzt einfach mal, okay, hier hinten ist jetzt Schluss. Darauf müssen wir da achten, dass diese Linien, also diese Linie trifft sich mit der, laufen aufeinander zu. Und hier ziehen wir jetzt diesen Winkel runter und gucken mal, ob das schon gescheit aussieht. Ich würde sagen, das ist okay. Jetzt nicht super krass, aber es ist zumindest okay, dass man es sich vorstellen kann. Dieses Armlehnenkonstrukt, da gibt es halt, das ist von Sessel zu Sessel unterschiedlich, je nach Modell. Manche enden, seht ihr das ja, manche enden einfach hier, manche enden schon früher, manche laufen dann hier in die Sessellehnen nach oben über. Also je nach Design des Möbelstücks ist das halt völlig unterschiedlich und das könnt ihr so frei bauen, wie ihr gerne möchtet. Da gibt es keine Faustregel oder so. Die einzige Faustregel, die wir hier einbauen können, ist die Kante hier von der Lehne, die Innenkante, also die Rundung, die geht ja hier so. Und die Innenkante, die können wir schon mal hier vorne visualisieren, dass wir sagen, hey, okay, diese Rundung, die bleibt ja jetzt so. Genau das gleiche bei der Außenkante, also diese Rundung bleibt auch. Ich ziehe die aber jetzt nicht bis zum Ende, sondern lasse die erstmal auf dieser Höhe stehen. So, und hier vorne machen wir die Rundung dann kurz mit Abschluss, das heißt so. Darauf achten, dass die Ecken hier auch wirklich rund sind, weil es ist ja eine Rundung und keine Eckung oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall machen wir das jetzt so. Und die können wir im Prinzip auch machen, aber da müssen wir darauf achten, dass das jetzt keine Kante ist, also keine Kante der Rundung, sondern lediglich eine, wie nennt man das, eine abgerundete Ecke. Und das ist weich und das könnte man jetzt halt mit dem Material darstellen und mit Stoff. Ich ziehe es jetzt einfach trotzdem mal durch, dann ist es halt grafisch oder da ist eine Naht an der Stelle und dann passt das schon. Jetzt gibt es hier auch wieder mehrere Möglichkeiten. Diese Flächen, diese Rundflächen, die sich hier ergeben haben, die können manchmal zurückgesetzt sein. Die hier sind jetzt ganz vorne dran. Ich würde sagen, da lassen wir das Ganze auch sitzen, schließen die jetzt einmal komplett ab. Bei diesem Sessel zum Beispiel sind die etwas zurückgesetzt und hier vorne ist noch so ein Stück, ja, so ein Designelement, das könnte man jetzt hier einbauen. Ja komm, das machen wir eben nochmal jetzt weg. Und jetzt sagen wir einfach, dass der Sessel hier vorne, der geht jetzt auch wie hinten, also so schräg nach hinten, geht jetzt auch schräg nach vorne. Das könnt ihr euch wie so eine Symmetrie vorstellen, so, nur dass hier vorne halt nicht mehr viel davon zu sehen ist. Und das würde jetzt hier vorne einfach so hochgehen. Und zwar da, wo der Fuß, sage ich mal, zu Ende ist. Ja, jetzt hier, so, da, so. Das Ganze lassen wir bis auf diese Flucht gehen. So, schneiden das hier ab. Da entstehen neue Ecken und ab da läuft das wieder nach hinten in diese Sesselrundung rein. Das sehe dann so aus. Ich mache das jetzt so alles schön kantig, damit ihr die Flächen als solches erkennt. Normalerweise würde man das jetzt schön abrunden und weich zeichnen und kolorieren. Aber wie gesagt, das, wer das sehen möchte, ich mache bestimmt noch einen zweiten Teil dazu, wo ich das Ganze auch einmal vernünftig koloriere und ausarbeite. Da mache ich dann solche Arbeiten. Da ziehe ich mir das auf dem Lichttisch nochmal auf ein anderes Papier durch. So, hier vorne ist jetzt eine zusätzliche Fläche entstanden. Man kann sich das wie so ein, ja, wie so ein Dreieck vorstellen, was hier jetzt so vorne vorgesetzt wurde. So zack, zack. Das hier ist die Sitzfläche und das hier könnte man jetzt einfach
einfach so als Polsterstärke nehmen. Polster ist übrigens lustig, weil ich kenne jemanden, der heißt so mit Nachnamen. Wenn du zuhörst, viele liebe Grüße gehen raus an dich. Ich drück dich, aber ich sehe dich auch in ein paar Tagen, von daher passt das schon. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier hinten die Rundung. Wir können auch transparent zeichnen. Dann sieht man, okay, hier sind die Rundungen der Dingens hier, wie heißt das gleich, der Armlehnen. Und ich sehe gerade, dass die hinteren ein Stück größer ist als die vordere. Das geht ja gar nicht, weil hinten ist eigentlich immer kleiner. Solche Feinheiten würde man dann später auch korrigieren bei der Reinzeichnung. So, jetzt haben wir hier oben die Ohren, also diese Geschichten, das so aussieht wie ein Ohr. Die könnten wir natürlich auch frei einzeichnen, weil das ist ja unser Sessel so. Wir können den jetzt frei gestalten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier oben einfach mal so bis da. Machen das hier wirklich schön so hier hinten. Kante, Rundung bis da. Ziehen das hier rüber. So, Kante, Rundung bis da. Da gehen wir jetzt auf die Außenkante. Müssen jetzt schauen, dass diese Linien hier, deswegen halt auch die Perspektive, das ist halt ganz gut, weil man sich da wirklich schön einfügen kann. Hat man jetzt das auf einer Ebene und weiß Bescheid. Das ist so S-förmig. Das kommt raus, das geht rein. Also konvex, konkav. Hier oben und hier unten rein. Aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr, weil das Ganze sonst so komisch aussieht, weil hier muss ja ein bisschen Stabilität auch entstehen, so im Sessel. Das heißt, da müsste das eigentlich sein. So, können wir das hier oben noch ein Stück weiter rausziehen, weil, genau, ein Fehler, der theoretisch jetzt passiert ist, wir haben dem Rückenteil überhaupt gar keine Stärke gegeben. Dieses Ding von hier bis da, das ist ja eigentlich massiv. Also ihr lehnt euch ja nicht von Brett, sondern da ist ja ein gepolstertes Ding, da sind Federn drin, Stoffholster etc. Das müssen wir jetzt hier auch einbauen. Das heißt, wir haben eigentlich hier so eine Differenz und diese Rundung von diesem Ohr, die können wir noch weiter vorziehen. Ich würde mal mindestens sagen bis hier. Das heißt so. Genau, das sieht dann auch schon ganz anders aus. Toll. Dann haben wir das so und arbeitet auch ruhig, schön locker, ganz geschmeidig. Das ist eine Perspektive, die kann so wachsen, die kann auch dreckig aussehen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Da muss man jetzt nicht mit dem Lineal anfangen. Wenn ihr mit dem Lineal arbeitet, legt die Dinger weg und macht das einfach mit der Hand. Das macht erstens viel mehr Spaß und die Objekte, die leben viel mehr. Wir sind ja hier nicht in Mathe und müssen irgendwelche Punkte ausrechnen oder exakten Linien verbinden oder sonst was machen. So, dann haben wir das so und jetzt kommt der Innenteil. Und das ist gut, wenn wir hier transparent gezeichnet haben, weil dann sehen wir direkt, okay, hier hinten, da wäre jetzt die Kante von dem Polster. Das heißt, das hier unten ist im Prinzip, das könnt ihr euch so vorstellen, mal eben schnell gezeichnet, ein kleines Stück Kästchen, also so ein kleiner Dachkasten, Stoffkasten, Polster. So, und hier sind dann die Federn drin, da sitzt man drauf. Das gibt es in unterschiedlichen Bezügen, hier ist ein Knopf drin oder irgendwas anderes. Und dieses Stück, das ist jetzt hier drin, dazwischen. Hier ist ja die Holzkonstruktion, die das ganze Sitzen überhaupt möglich macht und das alles zusammenhängt, nicht das zusammenbricht. Und das hier ist so ein weiches Polster, das liegt hier zwischen. Wenn man das unterteilt, das finde ich immer ganz schön, sagen wir so, hier, da, 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 damit das aussieht wie ein Geschenk, was so schön eingepackt ist, zack, dann können wir das Ganze da reinlegen, also wirklich hier, zack, dann haben wir, müssen wir jetzt gucken, weil das ist ja nur das Polster. Hier unten drunter, da ist ja noch das Gerüst von dem Sessel selber, das heißt, dieser Bereich hier unten ist auf jeden Fall noch Teil des Möbelstücks. Hier außen, da ist manchmal irgendwas anderes, also einfach ein Stoff oder irgendwie sowas, und das heißt, dieses Teil hier unten, das sehen wir gar nicht. Ach, das sehen wir gar nicht, das sehen wir erst recht so, und das andere liegt da drauf. Also hier drauf kommt das Kissen, so, da kommt Polster hin, Knopf reinmachen, die Seitenteile. Hier könnt ihr diese Rundung so schön einbauen, damit man sieht, okay, das ist so richtig weich und stoffig, also so zum Einladen, zum Draufsitzen. Und hier hinten natürlich auch, das heißt so, dann sieht man schon, okay, das müsste jetzt eigentlich passen, ne? Weil dann mal hier, diese Rundung geht bis hier noch weiter, genau wie das Quadrat, das geht bis da. Und das passt hier hinten perfekt, weil es läuft hier aus und hier hinten haben wir diese kleine Differenz, die dann das Rückenteil darstellt, was jetzt hier hochgeht. Das könnte man jetzt auch polstern, indem wir sagen, okay, das ziehen wir einfach bis oben hoch. An dieser Stelle, wenn wir das so leicht irgendwie so schräg machen, so. Das gleiche machen wir hier auch, nicht hier vorne, sondern da. Immer an denken, dass die Armlehne ja praktisch das überdeckt. Das heißt, die Ecke hier hinten ist da, also in der Armlehne, genau dahinter. Das sehen wir nicht. Und da müssen wir diese Kurve praktisch einbauen. Das heißt hier, Kontrolle halber. Und dann wäre die Mitte ungefähr hier. Passt das hier oben ungefähr 1, 2? Ja, das haut hin. Da ist meistens, wenn wir eigentlich nach hinten rüberziehen, dann ist es vielleicht unterteilt, irgendwie so. Dann geht das hier runter. Was macht Sinn, wenn wir das Ganze 1, 2 halbieren und dann nochmal? Ja, genau, das sind einfach zwei Pols. Ah, das passt doch super. Genau, so. Zack, ist hier und da. Und jetzt auch nicht wieder so zack wie so ein Kreuz, sondern macht das auch geschmeidig. Das heißt, baut hier diese Rundung ein. Die Rundungen, die gehen immer in der Flucht, wie man sieht. Das heißt, nach oben geöffnet. Also so. Andersrum wäre, wird halt nicht passen, weil dann sieht man das Ganze von unten. Ihr wollt euch ja draufsetzen. So, das heißt, hätte man das so nochmal außer hier. Ja, doch. Ah, doch, so ein bisschen. Also nicht so viel mit der Rundung, weil das Ganze
kommt natürlich nach oben, das biegt sich so hoch. Das heißt, hier oben sollte die Rundung recht flach sein, da kann die sogar fast wie eine Linie sein, weil das Polster kommt euch entgegen, sodass ihr die Rundung gar nicht mehr wahrnimmt. An der Seite wiederum schon, weil da ist das ja immer gleich. Also da sehen wir das immer gleich, da verändert sich in der Ausrichtung zumindest nichts. Was die Rundung jetzt angeht, da können wir die dann einfach so mit reinzeichnen. So, die Knöpfe hier in der Mitte nicht vergessen, damit die schön auf der Wirbelsäule kratzen, können wir das Ganze mit einbetten und dann wäre der Sessel im Prinzip fertig und das sieht auch ganz gemütlich aus. Jetzt haben wir hier oben die Ohren, die gehen hier runter, packen mal diese Stärke hier so ein bisschen zusammen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal diese Nahtkanten, die man hier so schön einbaut, damit man so etwas sehen kann, wie das Ganze hier so zusammengenäht ist. Wir können auch diese, ja, diese Rundung, diese Zylinder hier vorne, können wir auch mal ein bisschen unterteilen, weil das sieht ja furchtbar aus. Da hätte man das so, das ist echt gemütlich. Jetzt würde ich gerne so ein Ding bauen. So, jetzt haben wir das so, hier hinten ist das, da ist dieser Teil und da ist das. Dann würde ich sagen, habe ich jetzt komplett vergessen, die Hilfslinie wegzuradieren. Ist aber auch erstmal egal. Können das jetzt ganz einmal kurz schraffieren. Das sieht dann so aus. Dann geben wir der Flucht hier einmal ein bisschen mehr Schatten. Dadurch kriegt der Sessel dann auch noch mehr Tiefe. Wir sagen jetzt einfach mal, dass das Licht hier zack kommt jetzt von da oben. So zack. Und dann ist dieser Bereich hier auf jeden Fall dunkel. Und ab jetzt würde im Prinzip dann die Feinarbeit anfangen. Ihr könntet hier noch so irgendwelche Ornamente machen. Ist hier irgendwas drin? Ist das komplett Stoff oder sieht man da irgendwo Holz? Die Füße sind meistens noch aus sichtbarem Holz. Das hier vorne, das ist meistens komplett mit Stoff bespannt. Es gibt Sessel, wo hier vorne so eine, ja, so eine Holzarmlehne ist, dass man da so mit den Händen so reingreifen kann. Das ist auch sehr schön. Das sind so Holzschmeichler. Die sind meistens ganz toll ausgearbeitet. Das kann benietet sein, also so ein Stoff mit Nieten oder einfach mit einer dicken Naht aus Leder, aus Stoff, also alles Mögliche. Muster drauf, wie auch immer, da kann man sich jetzt komplett austoben. Das würden wir auch bei dem anderen Teil machen, aber nicht jetzt. Und dann sieht das auch so ein bisschen heller aus. Ich weiß gar nicht, ob man das vernünftig erkennt, aber ich arbeite hier nochmal ein bisschen Tiefe mit ein. Wenn man es durchzeichnet, dann wird man das eh nochmal neu ausarbeiten, beziehungsweise mit echten Konturen füllen. So, ich hoffe, das Prinzip ist ungefähr klar, also wie das mit der Perspektive und der Konstruktion funktioniert. Wenn da irgendwas nicht klar ist, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, wo ich was besser erklären kann, beziehungsweise wo ihr rausgekommen seid, wenn ihr das denn seid, dann weiß ich Bescheid, falls ich sowas nochmal mache, wo ich dann mehr drauf eingehen soll. Also wie gesagt, das Prinzip der Perspektive, das würde ich in einem extra Teil erklären, also das kann ich jetzt nicht kombinieren, weil dann dauert das hier bestimmt 20, 25 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt dauert, ich würde so 16 Minuten schätzen vielleicht, weiß ich nicht. Das wäre mein Ohrensessel, den ich so präsentieren würde. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Das Ganze war ja ein Hilferuf, so einen Ohrensessel Perspektive darstellen zu können. Wenn das Ganze jetzt in einer Einfluchtpunktperspektive dargestellt werden soll, dann nicht so machen wie ich jetzt hier, weil das ist eine Dreifluchtpunktperspektive, hat man halt die Linie, die nach da gehen, nach unten und zur anderen Seite, dann rückt den einfach so rum, dass im Prinzip diese Linie gerade steht, dass man so in den Sessel reinguckt oder halt komplett auf die Seite, so wie das, so dass man das einfach nur in die Tiefe zeichnet, ausschließlich zu einem Fluchtpunkt. Alle anderen Linien, so wie die, die jetzt hier in diese Richtung gehen, also so, die werden dann komplett stumpf waagerecht gezeichnet, die braucht ihr gar nicht zu irgendeinem Fluchtpunkt zeichnen. Und alles, was in die Tiefe geht, das müsst ihr nach hinten zeichnen. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr langweilig, weil, ja, man hat halt nichts, was man machen kann. Das ist schon ein bisschen tricky, aber in der Regel macht es die Übung da, dass man dieses Prinzip versteht, die Linien pro Fluchtpunkt laufen zueinander in die Tiefe. Macht euch das wirklich klar. Und das habe ich im Perspektiventeil, glaube ich, auch nochmal ganz gut erklärt, wie das anhand so eines Kastens funktioniert, dass man sich dieses Prinzip einprägt. In diesem Sinne würde ich sagen, korrigiere ich hier oben mal eben kurz diese Rundung an der Lampe, dass das hier richtig schön geschmeidig aussieht. Wir können auch mal so eine Lampe zeichnen. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Ist auch eine ganz, ganz feine Sache, weil da gibt es sehr viele perspektivische Sachen, die man hier einbauen kann. Das heißt so und so und hier unten. Da ist noch eine Ellipse, das ist ja traumhaft. Auch dieses Ziehen. Also fang bloß nicht an, die irgendwie so zu basteln oder so. Da geht schief. Das geht auf jeden Fall schief. Macht das so und ganz entspannt und hier hat man noch einen Stecker und ach, der Stecker ist ja auch wieder aus Ellipsen. Das ist ja traumhaft. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte damit helfen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis bald. Tschüss. Thank you.